wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 14. Preisverleihung der Gründungsoffensive Bergstraße Odenwald. Hauptsächlich begrüße ich natürlich alle Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich bin selber gespannt, wer heute die Preise bekommen wird. Gewinner des Sonderpreises im Handwerk ist Frau Kaschichin und Frau Blecher von Plants and Food Mind GbR aus Lampertheim. Der Sieger Gründung Handwerk im Odenwaldkreis ist Marco Salgado Moreira, Schuhmacher Meisterbetrieb aus Michelstadt. Herzlichen Glückwunsch! Sieger sind Alexander Heinrich, Dennis Keller und Katrin Becker von der Apero. Dann wollen wir doch mal schauen, wer das zukunftsweisende junge Unternehmen für den Odenwald 2023 geworden ist. Das ist Herr Moritz Gorath mit der MGMW GmbH und Co. KG aus Reichelsheim. Herzlichen Glückwunsch! Der Preis in der Kategorie zukunftsweisende junge Unternehmen im Kreis Bergstraße geht an Dr. Michael Müller, Dr. Julia Dubowski, Lasse Vollfuß und Leon Welger von der Pflanztheke GmbH aus Lorsch. Herzlichen Glückwunsch! Ja, die Preisträger darf ich nun auf die Bühne bitten und es freut mich sehr, dass sie gewonnen haben. Julia, Pascal und Claudia Belut aus dem Brotal Erbach. Der erste Preis geht an Florian Kiss für die Unternehmensnachfolge von Lip Laserschweißtechnik Betriebs GmbH in Viernheim. Also ich habe nicht so richtig damit gerechnet, das war relativ spontan auch für mich. Es war aber eine super coole Erfahrung, auch die komplette Jury auch mitzubekommen. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also aktuell sind wir 15 Mitarbeiter, sind jetzt im letzten Jahr stark gewachsen. Wir versuchen natürlich immer am Ball der Zeit zu bleiben, auch bei den Kunden, haben dadurch unsere Pilotkunden zusammengesammelt und versuchen immer dadurch dann die neuesten Innovationen und auch Produkte dann da irgendwo rauszuführen. Wir sind jetzt aktuell dabei, das Fachkräftenetzwerk weiterzuentwickeln. Das Recruiting-Portal haben wir ja schon, wo die Unternehmen die Bewerber einfach verwalten können und noch schneller die Kandidaten einstellen. Und jetzt bauen wir sozusagen die andere Seite für die Kandidaten, dass sie noch einfacher, bessere Jobs im Handwerk und in der Industrie finden. Wir freuen uns total, dass wir für die Region irgendwie was tun können. So fühlt sich das an. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir ausgewählt wurden unter den Nominierten. Es ist auf jeden Fall nochmal eine schöne Bestätigung, weil uns dieses Thema einfach auch emotional sehr packt und sehr, sehr wichtig ist. Und es ist einfach schön, dass man hier an der Bergstraße so einen Gründergeist auch hat und dass es so gefördert wird. Ja, für uns war das Feedback, was wir beim letzten Mal bekommen haben, irgendwie der Ansporn, dann zu sagen, okay, wir gehen nochmal weiter. Die Idee scheint nicht so schlecht zu sein, die wir hatten. Und dann auch gesagt bekommen, okay, ihr seid auf dem richtigen Weg, aber es hat noch nicht ganz gereicht. Das spornt ja auch irgendwie an. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es halt nochmal an der Stelle und haben dann auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, beim letzten Mal über den Gründerwettbewerb oder auch über die Wirtschaftsförderung dann eingearbeitet und dann halt gesagt, okay, jetzt ist es on point, jetzt passt es und jetzt versuchen wir es nochmal. Bin wirklich begeistert, welche Preisträger wir dieses Jahr hatten, welche gute Qualität wir hatten von den Teilnehmenden. Herzlichen Dank und noch allen einen schönen Abend, gute Gespräche.